Morgen. So, ihr Verrückten. Ich muss euch mal herstellen. Ich bin nämlich zurzeit alleine. Wir sind in Venusberg, oder ich eher gesagt, bin in Venusberg. Fahr heute GTC. Die Junioren heute erstmal. Morgen dann kommt, also einer kommt nachher. Und wir fahren dann morgen zusammen Sport 1. Und ich fahre aber heute schon Junioren, deswegen bin ich jetzt schon da. Muss mal sehen, ob ich mich jetzt gleich anmelde. Und mal wenigstens noch gucken, wie die Strecke so halbweg geht. Weil da weiß ich irgendwie noch gar nicht. Wir gucken einfach mal. Gucken, ob wir heute ein paar Aufnahmen zusammenkriegen. Und was das hier so wird. Also, bis später. Ich denke, ihr habt es euch angeguckt. Eine Bitte nur da von uns. Fahrt hintereinander. Auf diesen 10, 15 Metern bitte hintereinander. Da keine Zweikämpfe, damit wir vernünftig die Zeitmessung haben. Danach könnt ihr dann direkt wieder... 20 seconds to go. Noch 20 Sekunden bis zum Start. Jetzt war's schon soweit. Das will nicht sein. Na, wie war's denn? Ich bin am Anfang eigentlich ganz gut weggekommen. Aber hab dann auf dem, also hier auf der Strecke, bis halt gleich auf das Feld hier gefahren. Und hab dann auf dem Feld irgendwie Mist gebaut. Es sind ganz viele vorbei. Und ich war halt ohne direkt vorne dran. Also habe ich einen Haufen Dreck abgekriegt. Hier vielleicht, wo man sieht. Und hab dann meine Brille, war dann komplett zu, darfst du ja halt keinen Abreißer nehmen, das ist, war ein bisschen doof. Und hab da dann halt meine Brille immer abgewischt, das hat auch nicht viel gebracht. Und da habe ich die dann halt in der ersten Runde schon abgesetzt. Und das war aber der größte Fehler mit, weil das war halt, hier hinten ist Haufen Staub, hier vorne ist Haufen Schlamm. Oder halt, es ist immer ein bisschen abwechselnd. Und bei dem Staub hast du halt nichts mehr gesehen, weil das halt ins Auge geht. Da kannst du immer blinzeln die ganze Zeit auf alle Fälle. Nicht viel gesehen so, und dann habe ich aber nach der ersten Runde die Brille gewechselt und konnte dann
relativ gut fahren. Da ich aber, war ich halt relativ weit hinten. Ich weiß nicht, wo ich da war und konnte jetzt ganz gut vorfahren. Also irgendwie mit. Wo hast du angefangen? Bei P9 hast du. Bei mir kam, warst du gerade Platz 9, ja. Ja, also da war ich. Also, da hab ich vielleicht schon mal 2-3 über. Also war ich irgendwas hinter 10 war ich auf alle Fälle. Und bin jetzt auf 6 vorgefahren. Aber Strecke ist eigentlich ganz gut. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ist nicht ohne brutal ausgebombt oder so. Schön flüssig. Und haut schon hin. Den ist ein bisschen staubig, aber es ist halt auch relativ viel Wald hin. In dem Wald ist es halt immer so. Also nicht staubig, ist eigentlich schöner Boden. Ja. Freuen wir uns auf morgen. Ich mich nicht. Was machen wir da? Was machen wir da? Kotornmaus fahren. Moin! Noch nicht. Fahren wir mit dem Kind. Fahren wir hin nochmal. Wir sind ja total zu anstrengend. Ja, mir ist so zu warm. Und zu warm erst noch. Und zu viel Wasser. So, na Schuss. Ja, tschüss. Fünfter Platz geht an das Team Bombe Racing mit der Startnummer Julius Leiner für Pascal Sadecki und Leonard Koch. War okay schöner. War aber nicht so schön. Warte halt! Nicht so ziehen wie ein Berserker! Jetzt! Ne! Ja, oh ja! Ah. Was tun Sie da? Du bist gefräst! Hallo! Ja, ich mach mal die Treppe fest! Wartung und Pflege! Das gibt auch sonst, ne? Gänsehaut habe ich schon. Ganz im Körper. Ich sitze vor dem Zug. Ja. Ist doch gar nicht im Zug. Dreh dich mal rum, siehst du mal, wie das Kfz aussieht. Bitte? Dreh dich mal rum, siehst du, wie das Kfz aussieht. Ist mein Helm so sauber geblieben? Ja. Du hast den abgewischt, oder? Ich hab den abgewischt. Ey, ist doch schön. Au! 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 Blauer Fleck! Au! Haben Sie was dazu erzählen? Halt das Produkt weg. Welches Produkt drauf? Ach so, hallo. Wir befinden uns am zweiten Tag. Heute fahren wir Bäder. Heute fahren wir Bäder. Hast du schon erzählt? Nein. Nee, aber nicht. Heute fahren wir Bäder. Sport 1 Bäder. Nein. Und gestern fahrt zu der VS1 zu mir, alias Figgy. Vorne der Reifen ist aber auch nicht mehr viel gut, hä? Leider? Nee, ich hab gesagt. Zu mir gesagt. Ich erzähle eine Geschichte. Gottes Willen. Das mir erzählt immer jemand. Nee, mit dir erzählt niemand. Und sagte zu mir, vorne der Reifen ist aber auch nicht mehr so gut. Deutlich bestätigend nicken. Hab mich bei Maxis erkundigt und da haben sie mir einen Reifen verkauft. Dieser, aber das darf ich den Leuten nicht so sehr zeigen, weil das ist nämlich totales Geheimprodukt. Auf jeden Fall. Ja, und dann war große Misere, weil ich habe hier. Obwohl, kann ich das verraten? Nee, das verrate ich nicht, das sind Geheimtricks. Nee, man kann nicht immer alles verraten. Also, auf jeden Fall gab es kleine Schwierigkeiten mit dem Ummontieren, aber jetzt sind wir soweit. Und. Ja, du schiebst noch, dass ich doof bin. Ja, und jetzt haben wir gesehen, dass der Arvid, kannst du mal filmen? Dein Hinterreifen hoch komplett eingerissen ist. Dann kannst du mal sehen, was hier für Stehen ist. Weißt du, wo hinten ist? Hinten dran am Motorrad. Das ist schon auf der rechten Seite. Ja. Guck, hier kann ich nämlich meinen Spatel einrammeln. Kaputt. Komplett seitwärts. Und da war neu. Wenn du mal aus dem Schatten gehst. Wenn du mal deine Kamera aus dem Schatten nimmst. Mann. Weißt du, wovon das kommt?
Achtung. Was? Und zweitens wegen dem vielen Gas gegeben in der Luft. Und wegen der Luft hat den geklettert. Ja, bestimmt. Hätte ihn bei den Spitzen stehen. Mm-mm. In der Luft beim Gas gegeben über die Motocross-Strecke, weil da immer ring, bring. Wo ihr gefilmt hattet? Nee. Vorne bei der Kurve jetzt, am letzten. Ach, bei der Kurve, ja, klar. Wo dann der Athlete Vorstartziel. Ja. Und da war ich ja bei der vorletzten Runde oder so, hab ich gesehen, wie ihr gefilmt habt, bin ich rum und hab dann, bin an dem einen vorbei irgendwie ganz komisch und hab dann in der Luft in Leerlauf geschalten gehabt und wollte wieder Gas geben und dann einfach nur hochdrehen. Ja, bin ich nicht, wissen, ob man das hört. Kann sein. Kann sein. Also eigentlich habt ihr das gefilmt. Ja, falls man es hört, blenden wir es jetzt ein. Wenn nicht, dann habt ihr Pech. So, gehen wir anmelden. Reifen, Aufziegelumpe haben wir nicht mit, ne? Soll ich jetzt hier meine Schraube reinschrauben, die ich extra noch ein bisschen rausgeschraubt habe? Das ist doch gestellt. Scheiße, nicht ein dabei. Oh, jetzt ist passiert. Sind das 25 Newtonmeter? Ja, genau, das habe ich in die Hand gelenkt. Was gehört? Knack. Knack. 25 kriegst du niemals zu viel. 15 kriegen die. Kollege, ja. Das ist eine 8er Schraube. Das ist eine 8er Schraube. Das ist 20. Das ist schon mal 25. Mega. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin aber heute außer Dienst. Also. Hast du keine Kamera mit? Nee. Oh. Gott sei Dank. Hast du das gemacht? Nee. Da die vielleicht nicht hin. Ah, du ziehst deine gelbe Weste aber ohne rein. Nee. Gott sei Dank. Das ist hier recht. Ich habe eigentlich gedacht, wir kommen erst ein bisschen später, wenn das Rennen schon läuft. Da hätte ich mich vielleicht so nackt gemacht und hätte ja. Ja? Oh, das kannst du trotzdem machen. Da wäre er dann auch hingeflogen. Ja, freut mich. Das ist Ablenkung genug. Das ist Ablenkung. Warum ist es immer nicht schön, den Marcel zu sehen? Na, nicht schön ist es nicht, aber den Marcel zu sehen, wenn er fotografiert. Hallo! Das bringt aber Unglück. Schon gerne da bringt das Unglück. Das ist halt so, ne? Warum ist das? Wie ist denn das, wenn man nicht. Das ist furchtbar, ne? Schauen Sie. Die Aufregung ist groß! Das ist so dunkel. Ah, die Kamera ist geil, oder? Start und die Motoren bleiben jetzt bitte aus. Das ist die erste wichtige Info für alle, die vielleicht das erste Mal hier sind. Ja, wir haben verschiedene Klassen jetzt hier gleich auf der Strecke, somit auch verschiedene Startblöcke. Das heißt, wir haben die Pro-Klasse vorne in der ersten Reihe stehen. Euch starten wir wie immer mit unserem Trailer 2 Minuten lang. Am Schluss geht es in den Herzschlag. Wenn der Herzschlag beginnt, gehen eure Hände bitte oben am Helm zusammen und auf das Startsignal, sowohl akustisch als auch von uns Schild und Flagge. Das heißt, nicht hektisch werden, wenn die Reihe vor euch weg ist. Wir werden dann einen kleinen Moment länger warten als sonst, damit es sich einfach direkt von Anfang an ein bisschen auseinander zieht. Wir warten auf den Peter Thiele, da kommt er schon. Der wird gleich noch am Schluss ein paar Wochen Sachen sagen. Was mir direkt einfällt, es sind keine Abreißerbrillen erlaubt hier. Ganz wichtig, der eine oder andere hat es mitbekommen, wenn wir... Na, was haben wir denn hier zu erzählen? Erzählen Sie mal. Wir sind jetzt schon alle ganz aufgeregt. Start ist noch ein... bisschen weg, aber geht langsam los und ja, fühle mich eigentlich ganz gut, aber wird bestimmt wieder nicht angehen, die Karre, ich weiß es jetzt schon. Ja, wieder. Ach, halt auf. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Ja, aber trotzdem, wir hoffen das Beste. Aha. Was wollen Sie noch erzählen? Ich weiß ja nicht, was ich schon erzählt habe. Ja, die Karre geht halt nicht an, ne? Meine Ohren. Ich denke, ich werde los schieben. Ja. Ankicken. Ankicken ohne Kickstarter. Ich roll hinten los. Ja, anzucken. Ja, ne, werden wir schon. Wir sind eh zweite Reihe. Ja, stimmt. Zweite Reihe. Müssen wir erstmal gucken. Die haben zum Glück nicht gewässert. Also ja, kann es sein, ja, hinten dort, da bist du aber schon relativ weit durch. Kann es sein, dass du halt auf der hier erstmal schön Grip hast und du gut vorwärts kommst. Und vor allem ist es nicht so glatt. Aber ja, wir gucken einfach mal.
Was haben Sie noch zu erzählen? Ich bin einfach nur da. Okay. Tschüss, ne? Wo du oben auf dem Kamm lang fährst, wo du von Crossstrecke zur Wiese kommst. Wenn du wieder zur Wiese rüber machst, kommst du, ja, wo du den Bikenhaus und links. Dann oben. Wenn du auf von der Wiese zur Crossstrecke fährst? Nee, andersrum. Dann fährst du aber nur noch. Nee, fährst du erstmal den Bikenhaus. Ach, wo die Wellen waren. Und dann oben dann durch die Pfütze durch. Ja. Ja. Da habe ich meinen Fuß dann wieder verknickst gehabt. Da bin ich irgendwo rüber gekommen, gesetzt. Konnte ich nicht mehr ausgleichen, weil ich mit dem Fuß nicht richtig auftreten konnte. Ja. Und bin dann links oben gegen den Wurm gescheppert, aber volle Kanone. Ja, dort bin ich auch bald mal reingefahren. Ich bin eh mal an den Wurm gefahren. Bestimmt offen hier. Und da ist hier oben das Knie bestimmt offen und hier oben. Was war denn das? Nachdem du den Sandhang, den grauen, hochgefahren bist? Im Wald eigentlich? Ich weiß es nicht. Ja, hast du gleich das hier weggeruppt noch. Und dann bist du ja so eine leichte rechts, dann die gerade vor und dann kam noch mal, wo du so ganz eng links rum musstest. Da bin ich erstmal gerade ausgeschossen, weil es zu schnell war. Da war dann unten am Baum so ein Stück Rinde weg. Was war denn eigentlich am Ende? Da hast du keine Zeit mehr gemacht. War es zeitnah mal aus oder was? Es war zwischendurch Error. So wie jedes Mal. So, nee, aber nur am Ende diesmal kurz. Ja. Naja, und bei dir ganz ehrlich, was sollst du noch draufschreiben? Was bist du geworden? Friede, Freude, Eierkuchen hättest du noch draufschreiben können. Eine Minute 40 zum Tor. Ja. Und drei, also am Ende waren es dann 4 Minuten 12 zum dritten. Ne, jetzt habe ich 55 Sekunden zum Koch. Richtig. Habe ich gerade jetzt geguckt. Richtig, du bist dann nochmal gut aufgefahren. Aber wie gesagt, zum dritten hast du halt, also Minuten. Kann ich ja nicht dafür. Nee, ist aber ein bisschen. Ich nicht wusste, was. Bauch wehgetan. Ich
da. Nee, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich dann, wo du dann kein Bitboard mehr gezeigt hast, wollte ich halt aufs Bitboard gucken, ob es sich noch lohnt. Weil ich hätte nicht mehr ziehen können, weil ich hatte keine Hinterbremse mehr. Ja, wissen wir ja. Fahren wir jetzt. Gucken. Super Sprint. Super Sprint angucken. Auf. Fertig schon mit aus hier fahren. Oh Gott, MYR Racing Team bei Head Reinsdorf mit der Schachtnummer 122, Arvid Meyer. Und das Suspension Team, Leonard Koch. Schöner Tag, die Strecke hat ziemlich gefetzt heute. Gestern, ja, der Arvid hat er gesagt, es war nicht so geil auf der Wiese, aber sonst hat es auch gefetzt. Ja, war halt ausgefahren, aber ist halt so. Ansonsten Spaß gemacht hat es, bis auf das mit dem Fuß und sämtliche andere Probleme, die ich hatte. Der Arvid ist gut durchgekommen, der ist, wie ihr schon gesehen habt, Zweiter geworden. Ich bin Sechster geworden und ja. War eigentlich ein schönes Rennen, kann man mal wieder machen. Schön viel Enduro-Anteil, das gefällt mir gut. Und ja, geh's weg. Mach's gut. Und ja, wir fahren jetzt heim und dann sehen wir mal, wo wir das nächste Mal sind. Wahrscheinlich beim SOC in Triptis. Da könnt ihr schon gespannt sein. Ja, die alte Leier, liken, teilen, abonnieren, Glocke drücken. Handy über der Bettdecke und so weiter, ihr wisst Bescheid. Als denn, ciao.